So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets am Dienstag, den 7. September 2021. Wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen, nach dem verhältnismäßig ruhigen Wochenstart einerseits, dann allerdings auch den verhältnismäßig bullischen Wochenstart, ehrlich gesagt, mit dem Lauf sogar im DAX über die 15.900er Marke. Wollen wir natürlich eine Idee skizzieren, wie wir dann heute den offiziellen Handelsstart in die Woche eben in den USA in Equities eben erwarten dürfen. Eventuell wird es ein bisschen ruhiger tatsächlich und eventuell bleibt es auch noch ein wenig ruhiger, abhängig allerdings mehr und mehr wahrscheinlich davon, wie sich die Situation im Zinsmarkt darstellt. Da könnte durchaus ein Spike sich darstellen, denn ja, mehr und mehr zeigt sich eben, dass eventuell die Marktteilnehmer doch einen Taper oder eine zumindest mal in irgendeiner Form Thematisierung dessen. Also es wird wie gesagt nicht so sein, dass da gesagt wird, so wir tapern jetzt mal. Das würde wahrscheinlich zu viel Volatilität begünstigen seitens der Fed dann am 22. September, aber dass man zumindest irgendwie in Aussicht stellt, dass da zeitnah eine Reduktion sich leicht irgendwie darstellen könnte, irgendwie so im Oktober, vielleicht lässt man dem Markt noch 2 Monate Zeit und sagt, was machen wir in den November hinein vielleicht. Das, ja, wie gesagt, das ist durchaus eine ernstzunehmende Option, die sich auch widerspiegelt im Zinsmarkt. Und worauf wir heute einen Blick werfen wollen, natürlich alles in allem eigentlich das Bild jetzt technisch nicht so spektakulär. Wir werfen einen Blick auf Gold. Gold hatte einen interessanten Bereich angelaufen. Jetzt kurz bevor wir das Morning Meeting hier gestartet haben, haben wir hier einen Schub auf der Unterseite zu sehen bekommen. Eventuell auch durch den Zins, der uns unter ein Schlüssellevel ist es nicht unbedingt, aber zumindest eine interessante Region für Long-Engagements geschoben hat, was so ein bisschen jetzt die Gefahr birgt, dass da vielleicht auch weiterer Abgabedruck sich dann in Richtung 1.800 US-Dollar pro Fein uns eben da aufbaut. Auch begünstigt sicherlich durch anziehende Zinsen. Wir werfen einen Blick auf Bitcoin und den Umstand, dass El Salvador jetzt begonnen hat, eben entsprechend hier eine erste Tranchen, glaube ich, von 400 Bitcoin eben auf den Weg zu bringen, die gekauft worden sind und das dort jetzt als mehr und mehr offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Das ist natürlich auf breiter Front, trifft das auf Gegenwind. Es ist natürlich so, dass man dort sagt, naja, es ist eine stabile Währung und was passiert eigentlich, wenn der Crash und Währungskrise und so weiter. Das sind alles legitime Argumente, die ins Feld geführt werden, aber ich glaube, da muss man auch mal schauen, von wem sie ins Feld geführt werden, denn man hat natürlich an dieser Stelle auch besonders im Hinblick auf El Salvador jetzt vielleicht, dann in diesem Zusammenhang ein Land, welches, ich müsste mal schauen, aber ich glaube, die sind in Bezug auf den US-Dollar an diese Währung irgendwie gebunden, aber dann auch nicht so hundertprozentig, glaube ich. Ich habe mich da nicht genau mit auseinandergesetzt, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass aus der wirtschaftlichen Perspektive dort in der jüngeren Vergangenheit sich natürlich auch schon Schwankungen gezeigt haben und da natürlich jetzt so ein bisschen die Frage aufdringt, ist das wirklich so dramatisch oder ist das nicht eventuell eine Etablierung einer Währung oder eines Zahlungsmittels, welches sehr, sehr innovativ ist und wovon vielleicht dann auch das Land grundsätzlich vielleicht auch wirtschaftlich massiv profitieren könnte. Auch da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Ja, also, wir haben auf jeden Fall so zwei, drei Themen, denen wir uns widmen wollen. Bevor wir offiziell starten, natürlich hier zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Dann mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Das sind komplexe Handelsinstrumente, die eben in diesem Zusammenhang einer tieferen Betrachtung und Analyse, ob sie sich für das persönliche Risikoprofil eben eignen und zunächst unterbrochen werden sollten. Ausgehend hiervon schauen wir auf die Webseite markets.com/de erstmal für den vollständigen Risikohinweis, für Informationen rund um das Produkt CFD FX generell, aber auch darüber hinausgehend die angebotenen Produkte, und zwar physische Aktien oder auch ETFs. Wenn man für sich dann zu dem Schluss kommt, dass der Handel sich mit CFDs für einen eignet, dann kann man sich kostenlos eine Demo auf der Webseite hier von markets.com runterladen. Link dazu stelle ich gleich auch noch in die Chatbox dieses Videos. Für Fragen darüber hinausgehend zu den Märkten kontaktiert jederzeit mich gerne, schickt mir eine Mail, kontaktiert mich über meine Webseite jk-trading.com/forum im Forumbereich in der Trading-Chatbox. Kontaktiert mich gerne via Twitter, kontaktiert mich gerne, wie gesagt, via Chatbox hier, via E-Mail. Ich glaube, das war es. Also wir finden auf jeden Fall zusammen. Und dann switchen wir einmal hier rüber in die MarketsX Handelsplattform. Wie gesagt, Link, den teile ich gleich. Ich räume hier mal kurz im Hintergrund ein bisschen auf. So, und dann ist hier einmal die Reichweite. Ich habe das schon vorbereitet. Ich mache mal zunächst Guten Morgen, Traders. So. Und hier kommt dann noch der Link zur Handelsplattform. Und ja, lass mich ganz kurz schauen, ob alles gut gestreamt wird. Hier sollte eigentlich alles fein sein.
Noch eine Wichtigkeit an der Stelle. Sollte es, der Trader-Gott bewahre bitte, aber sollte es zu irgendwelchen Schwierigkeiten hier bei YouTube kommen, das ist ja aufgetreten in der jüngeren Vergangenheit, also ein, zwei Mal, nicht dramatisch, aber sollte der Stream hier unterbrochen werden, ich habe jetzt den Link eingestellt zu Twitch. Da streamen wir das auch tatsächlich, also über so eine Split-Lösung. Das bedeutet, klickt einfach auf diesen Link zu Twitch, dann kommt ihr da eben entsprechend rüber und könnt dort ebenfalls das Morning Meeting, wo es bis jetzt keine Schwierigkeiten gab, eben verfolgen. Und ja, so viel also zur Einleitung. Dann gucken wir mal jetzt hier auf die Märkte und gucken wir mal, wie sich das Bild eben entsprechend hier im DAX darstellt. Kurzer Flash auf der Downside unter das 15. 900er Level, aber eben kein Flush dahingehend auf der Unterseite, der dieses Level, was ich heute früh hier herausgestellt habe, hat unterschreiten lassen. Also ganz kurz vielleicht in diesem Zusammenhang. Guck mal eben. Moment. So. Ich gehe noch mal ganz kurz hier auf den Twitter-Kanal meinerseits und stelle das mal ganz kurz ein, damit wir da anknüpfen können. So anknüpfen können an das, was ich heute früh hier geschrieben habe. So, das war mein Tweet. DAX Open Range zwischen 15.8887 und 9.29. Intraday Vorteil unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten Basis. Zunächst Short unter 15.850. Erstes Ziel um 800. Oberhalb von 8.50 Chance auf neue, auf Allzeithochattacke. ATH All-Time High. So sah der Chart zu diesem Zeitpunkt aus. Unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Ich habe das sehr, sehr technisch gehalten, weil ich mir dachte, so einen wirklichen Vorteil kann ich hier eigentlich derzeit nicht ausmachen. Aber die Attacke hat auf jeden Fall auf diese Tiefs stattgefunden. Und diese Region hier, also diese Zwischenhochs, an der ich die 850 orientiert habe, 850, 870er Region, die wurde tatsächlich jetzt in der ersten Attacke gehalten. Also das bedeutet, das Bild hat sich nicht deutlicher eingetrübt, sondern dieser Bereich konnte gehalten werden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir gegen diesen Bereich aufdrehen. Sollten wir aufdrehen, sollten wir jetzt auch neue Tageshochs markieren im Zusammenhang mit dem DAX, dann wäre hier davon auszugehen, dass statt dieses bärischen Impulses, der irgendwie gefühlt von vielen Seiten erwartet wird, den ich ehrlich gesagt, naja, erwarten ist das falsche Wort, aber zumindest mal, wo ich mich nicht überrascht zeigte, wenn er jetzt zeitnah erfolgte, dass dieser dann tatsächlich ganz im Gegenteil ausbleibt und tatsächlich so neue Allzeithochs eben hier erwartet werden sollten. Also wir sehen alles in allem ein choppiges Seitwärtsgeschiebe hier ohne klar auszumachenden Vorteil, beziehungsweise wenn man das Bild so weit zusammenstaucht, dann erkennt man, das könnte man neben der derzeitigen Choppiness, die sich intraday sicherlich nicht besonders attraktiv handeln lässt, aber sicherlich übergeordnet eher als bullische Konsolidierung wahrnehmen. Also das bedeutet etwas anderes. Wirklich eintrüben würde sich das Bild eigentlich erst, sofern wir unter die 600er Marke hier brechen und auch unterhalb dieses Levels schließen. Demnach könnte man aus dieser Perspektive, könnte man sagen, naja, eigentlich wäre das hier der erste kleine Schritt in Richtung einer Korrekturbewegung, der allerdings noch nicht einmal eingeleitet wird, was wiederum ein Signal von Stärke ist. Und ja, was folglich eben dann den Rückschluss zulässt, solange wir hier keine neuen Tagestiefs markieren, also sprich unter den 850, 870er Bereich im DAX laufen, ist jetzt ehrlich gesagt eher vielleicht sogar davon auszugehen, dass es hier zeitnah neue Tageshochs gibt und dann infolgedessen der Weg in Richtung Allzeithoch hier frei wird. Zunächst einmal würden natürlich die Hochs von gestern in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Wie gesagt, das war eine verhältnismäßig starke Performance, die der DAX hier hingelegt hat. Erstaunlich stark tatsächlich. Also, dass da gestern wenig Volatilität zu erwarten ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber dass wir uns statt dieser niedrigen Volatilität eher mit diesem sehr deutlich bullischen Drive präsentiert haben, das hat schon überrascht. Die Frage, die sich allerdings natürlich dennoch aufdrängt, ist, wie nachhaltig ist diese Bewegung? Also alles in allem könnte man sagen, naja, das ist ein relativ klares Statement, wenn wir hier überlegen, wir hatten einen kurzen Flush auf der Unterseite am vergangenen Freitag. Wir sind in Richtung der 15.650, haben es aufgemacht. Das ist allerdings deutlich abgewehrt worden. Also wenn wir uns hier ganz kurz das anschauen, das war diese Performance infolge der schwachen Non-Farm-Payrolls, die wie gesagt überrascht haben, also die schwachen Vorgaben hier, die haben dahingehend überrascht, dass man ja eigentlich sagen könnte, schwache News sind ja an der Stelle eigentlich bullish für Equities, weil es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die geldpolitischen Bemühungen aktuell nicht in irgendeiner Form reduziert, sondern eher beibehält. Nicht unbedingt ausdehnen, soweit sind wir noch nicht, aber zumindest mal beibehält. Und das ist eben etwas, was dann erstmal überrascht, dass wir diesen Push auf der Unterseite sehen. Der hat sich in der Heftigkeit, ich will es auch nicht überbewerten, aber hat er sich sicherlich im US-Markt nicht widergespiegelt.
sorgt so ein bisschen jetzt natürlich für die, wirft die Frage auf, ist das vielleicht hier ein Antizipieren dann doch eines stagflationären Umfelds? Denn das werden einige Skeptiker sicherlich ins Feld führen. Die werden sagen, nun ja, die Rallye, die wir gesehen haben, also nicht nur post dem, was wir hier im März 20 gesehen haben und dann diese, ich nenne sie jetzt mal Corona-Rallye oder liquiditätsinduzierte Rallye, sondern die Rallye, die wir eigentlich zu sehen bekommen in US-Equities seit nunmehr 10 Jahren, begünstigt, soweit gehen wir hier gar nicht in der Historie zurück tatsächlich, begünstigt eben durch die fortwährende Versorgung der Märkte mit Unmengen an Liquidität. Vielleicht, wir machen das mal ganz kurz grafisch, mir fällt gerade was ein. Jetzt hier El Salvador, da können wir gleich einen Blick noch drauf werfen. Finden wir ja zügig wieder. Wir gehen mal hier auf die United States und wir gucken uns einfach mal den Stock Market an und überlagern. Das war keine so gute Idee. Kurz einen Augenblick, wir machen es andersrum. Wir schauen uns die Money an, wir schauen uns die Fed an, Central Bank Balance Sheet. Und jetzt Compare United States. So, und dann nehmen wir mal Stock Market. Klick. So. Also es ist unweigerlich erkennbar. Kommen wir hier noch maximal zurück. Oh, 25 Jahre sollte reichen. Ja. Also, was wir hier unweigerlich erkennen können, also hier der Crash Finanzkrise 2008. Und seitdem rennen wir fortwährend aufwärts durch das Expandieren der Fettbilanz, welches hier vorangetrieben wird. Es gibt eine kurze Reduktion dieser Bilanz. Also das fällt natürlich, da muss man ganz genau hingucken. Das korrespondiert jetzt hier nicht zwangsläufig mit dem Corona-Crash, der ist natürlich durch einen externen Trigger auf den Weg gebracht worden. Aber die Reduktion hier der Fettbilanz und das Kommunizieren, das läuft auf Autopilot, die Sorge, oh, ist diese Unterstützung der Fett jetzt hinfällig, kommt sie nicht mehr, ist sie nicht mehr zu erwarten, hat dann zu extremer Volatilität eben hier im vierten Quartal in 2018 geführt. Und dann werden eben die geldpolitischen Bemühungen wieder massiv hochgefahren durch Corona und so weiter. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, den ich einfach mal so gerne mit einstreuen würde. Also wir gehen jetzt nicht en Detail drauf ein. Das soll jetzt hier keine Geschichtsstunde in irgendeiner Form werden. Aber was wir uns immer vor Augen führen sollten und was diese Situation, die wir derzeit im Aktienmarkt vorfinden und die vielleicht einen Trigger findet dann mit dem 22. September, mit eventuell einer Thematisierung, wo wir jetzt vielleicht erste Anzeichen zu sehen bekommen, auch dass das vorweggenommen wird, dass es eine Reduktion der Anleiheaufkäufe gibt. Zumindest nur das Andeuten eigentlich. Aber selbst wenn es das nicht gibt, dass das nicht uns davor bewahrt, einen schärferen Rücksetzer in Equities zu sehen bekommen. Es gibt einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied hier von der aktuellen Situation, in der wir uns wiederfinden, im Rückblick eben auf das, was wir die letzten 10 Jahre gesehen haben. Und zwar findet sich hier aktuell ein Umfeld wieder, in dem die Inflation beginnt, deutlich anzuziehen. Und eine deutlich anziehende Inflation, also Prices an der Stelle, Inflation Rate, jetzt gucken wir mal ganz kurz dort, und das über die letzten 25 Jahre. Also dieses deutliche Anziehen der Volatilität hier, welches sich widerspiegelt, das unterminiert das weitere bullische Potenzial meiner Einschätzung nach, selbst wenn es einen fortwährenden geldpolitischen Stimulus seitens, in dem Fall der Fed, eben tatsächlich gibt. Also wir können erkennen, dass wir uns eigentlich seit 2013, so Pi mal Daumen, ja, Pi mal Daumen kommt das ungefähr hin, im Bereich um 2% pendeln präsentiert haben. Und alles in allem eigentlich wir kontinuierlich unterhalb dieser 2%-Schwelle gelegen haben. Das bedeutet also, die Inflation war über das gesamte, über die letzte Dekade im übertragenen Sinne in einem Bereich, der in Verbindung mit dem geldpolitischen Stimulus Aktien wirklich hat zu einer attraktiven, vielleicht sogar alternativlosen Anlageklasse werden lassen. Durch diesen jetzt allerdings hier scharfen Spike in der Inflation auf der Oberseite werden eben sind Aktien nicht zwangsläufig alternativlos, Querstrich eben, die Dividendenrendite ist nicht mehr so attraktiv, dass man eben hier fortwährend die Liquidität in den Aktienmarkt fließen sieht. Also so zumindest meine Interpretation. Das bedeutet also etwas anders formuliert, die anziehende Inflation hier, die wird jetzt auch mehr und mehr, besonders wenn sie sich fortwährend in diesen Elevated Gefilden, also diesen gehobenen Gefilden eben beginnt zu stabilisieren, potenziell eine Gefahr tatsächlich dann auch für eventuell Growth-Titel an dieser Stelle. Dem wird natürlich jemand jetzt entgegenhalten, wird dann per se sagen, naja, aber eigentlich
Growth-Titel. Wenn ich mir Tesla zum Beispiel anschaue, die Gewinnaussichten, die Wachstumsraten ausgehend von den Einkommenszahlen, spricht doch eigentlich nichts dagegen, dass sich der bullische Modus hier beispielsweise fortsetzt. Das ist definitiv ein valider Punkt. Aber es konzentriert sich eventuell auf eine kleine, auf einen kleinen Kreis von Aktien oder von Unternehmen an dieser Stelle. Es bezieht sich nicht mehr auf den großen Markt. Und früher oder später wird es da eventuell zu einem Spillover-Effekt kommen. Das heißt also, wenn jetzt dann der breite Markt nicht mehr bullisch performt und diese bullische Bewegung nur von ganz wenigen, wenn nicht ja, ich auch großen Tech-Titeln getragen wird, dann an der Stelle ganz besonders, aber dass diese Wachstumsaussichten dann früher oder später eben nicht mehr sich beginnen, fortwährend so bullisch zu präsentieren oder rechtfertigen, dass wir in diese Gefilde vorstellen. Das birgt dann in Verbindung mit anziehender Inflation die Gefahr, dass wir eben tatsächlich trotz fortwährendem geldpolitischen Stimulus seitens der Fed einen entsprechenden Pull-in zu sehen bekommen. Und das sollte etwas sein, was uns jetzt so ein bisschen beginnt, mehr und mehr zu beschäftigen. Also wenn mich jemand fragt, sollte ich in den aktuellen Gefilden, sei es jetzt im S&P, sei es im Nasdaq oder sei es dann auch im DAX, wobei der vielleicht noch ein bisschen separat zu betrachten ist, sollte man hier überlegen, sich long zu positionieren, dann würde ich tatsächlich sagen, eher nicht so. Also Chance-Risiko-Verhältnis technisch sind wir in einen derart stark überdehnten Bereich jetzt gelaufen, dass ich mich wirklich vorsehen würde, besonders hier mittelfristig bis längerfristige Long-Engagements auf den Weg zu bringen. Und das ist eben etwas, was jetzt auch im Hinblick dann auf die Fed-Sitzung, also wir greifen wirklich jetzt schon sehr, sehr weit vor eigentlich in Bezug auf diese Einschätzung. Also das ist jetzt nichts, was sich für den Intraday-Handel zwangsläufig sofort widerspiegelt, aber was eben beginnt vielleicht in den nächsten Tagen definitiv ein Thema zu werden und was sich auch widerspiegelt eben tatsächlich in der aktuellen Entwicklung, wie wir sie hier im Zins zu sehen bekommen. Also hier ist ein Screenshot von heute früh, anziehende Zinsen, die sich tatsächlich zeigen seit auch letzter Woche Freitag. Schwache Non-Farm Payrolls, die wir zu sehen bekommen haben. Aber der Zins, 10-jähriger US-Schuldtitel, der beginnt sich fortwährend eben bullisch zu präsentieren, beziehungsweise zeigt eben anziehende Zinsen, was nicht zusammenpasst. Denn eigentlich erwartest du in diesem Zusammenhang hier, dass wir durch einen schwachen Arbeitsmarktreport und den Verweis auf die Wichtigkeit des Arbeitsmarktes seitens der Fed-Jay Powell in Jackson Hole vor rund 2 Wochen, dass wir in diesem Zusammenhang eigentlich einen schwachen Arbeitsmarkt als Grundlage für einen weiter fortwährenden geldpolitischen Stimulus seitens der Fed sehen. Sprich, wir erwarten in diesem Zusammenhang eigentlich, dass die Fed weiter uneingeschränkt und in vollem Umfang Anleihen aufkauft. Was aufkauft, was bedeutet, dass Anleiheaufkäufe den Zins eher drücken. Dass das allerdings sich hier im Markt nicht widerspiegelt, das zeigt größtenteils, dass der Markt nicht nur diesen geldpolitischen Stimulus seitens der Fed aggressiv eingepreist hat, sondern ergänzend hierzu tatsächlich sogar jetzt mehr und mehr erwartet, dass sich der Inflationsdruck kontinuierlich erhöht und tatsächlich dann dazu führt, dass die Fed, ob sie jetzt will oder nicht, aber zwecks Erhalten eben des Vertrauens in den US-Dollar als Weltreservewährung, dann in diesem Zusammenhang hier gar nicht anders kann, als eine Reduktion der Anleiheaufkäufe zumindest zu thematisieren. Sie muss es ja noch nicht mal auf den Weg bringen, also sie muss ja noch nicht mal hergehen und die Anleiheaufkäufe reduzieren. Sie könnte ja im Grunde genommen das rein taktisch so dahingehend bringen, dass man sagt, man thematisiert das, um einen kurzen Spike in den Zinsen auf der Oberseite nach sich zu ziehen, um so ein bisschen den Inflationsdruck rauszubekommen, beispielsweise durch eine infolgedessen zu erwartende Aufwertung des US-Dollars beispielsweise um importierte Inflation, wobei der US-Dollar auf breiter Front verhältnismäßig stark eigentlich schon anmutet. Also so zumindest mein Eindruck. Sicherlich ist das so ein bisschen in Relation zu setzen, aber bezogen auf den Euro zum Beispiel können wir schon erkennen, dass der, was wir jetzt hier machen, wir gucken uns mal den US-Dollar-Index Future an. Den gucken wir uns auch deswegen an, hier über diese Webseite, nicht über die Markets-Plattform, weil wir dann auch zeitgleich die Aufbereitung hier der Positionierung der Großspekulanten eben sehen. Das ist sehr interessant an dieser Stelle. Also was wir nämlich haben, ist eigentlich, und das ist das, was ich mit Relation meine, eigentlich ein US-Dollar, der jetzt nicht sonderlich stark anmutet. Also besonders nach diesem Ausverkauf hier, post eben dieser Liquiditätskrise rund um Corona und dergleichen. Wir sehen eben einen US-Dollar, der ist zeitweise hier unter 90 Dollar gerutscht. Aber, und das ist interessant, wir finden zunächst einmal nicht nur eine Bodenbildung jetzt gegen diese Jahrestiefs hier, also die 1, also die 90er-Region, sondern wir stehen auch vor einem potenziellen Breakout auf höhere Hochs. Und das ist das, was eigentlich brisant ist. Das ist nicht nur eine rein charttechnische Interpretation, sondern wir sehen das auch hier in Antizipation der Großspekulanten, die sich mehr und mehr verstärkt long positionieren. Also diese dünne grünfarbene Linie, beziehungsweise dünne rotfarbene und dann die blaue, die ist allerdings zu ignorieren,
ist im Grunde genommen das Aufbereiten der Positionierung der Großspekulanten im Commitment of Traders Report. Und was wir hier bei der grünen Linie sehen, die Large Specs, das sind die Großspekulanten, die sogenannten Non-Commercials innerhalb dieses Reports, die eben zum Beispiel Vermögensverwalter beinhalten, Hedgefonds und entsprechend eben hier eine Meldepflicht ausgehend von der Größe haben, die sie im Markt einfach einnehmen, ausgehend von ihrer Positionierung und diese Zahlen dann entsprechend der CFTC melden müssen. Und was wir eben sehen können, ist, dass hier fortwährend diese Long-Positionierung zunimmt. Also das heißt, der Markt trotz dieser in Aussichtstellung eines geldpolitisch anhaltenden geldpolitischen Stimulus seitens der Fed, gehen die Großspekulanten davon aus, dass der US-Dollar auf breiter Front eher an Wert zulegen wird in den kommenden Wochen. Also das ist jetzt eine Wochenbetrachtung an dieser Stelle, nicht nur Wochen, sondern Monaten eben tatsächlich, haben jetzt derzeit tatsächlich die höchste Long-Positionierung seit im Grunde genommen hier kurz vor Corona aufgebaut. Also das ist natürlich jetzt rein spekulativ, aber im Gesamtkontext dahingehend brisant, weil man jetzt natürlich sagen könnte, der Markt, der sieht nicht nur sehr, sehr überdehnt, also dann in dem Fall die Equity-Märkte sehen nicht nur sehr stark überdehnt auf der Oberseite aus. Parallel dazu beginnt sich auch jetzt irgendwie aus zinstechnischer Sicht offensichtlich ein Druck aufzubauen. Wir wollen es nicht überbewerten. Also das, was wir hier sehen, das ist ja, das ist erstmal nichts. Also das ist mal kurz ein paar Basispunkte der Zins angestiegen. Ich würde das noch nicht überinterpretieren. Aber ich würde es auf jeden Fall im Gesamtkontext als Puzzlestück auf jeden Fall berücksichtigen, weil es eben sich auch gar nicht einfügt in das, was wir infolge dieser schwachen Non-Farm-Payrolls erwarten würden. Und wenn man das Ganze, also einerseits anziehende Zinsen, Taper-Spekulation, potenzielles Wohler-Event jetzt am 22. September eben tatsächlich, beziehungsweise hier ein Vorwegnehmen eines solchen Tapers, so könnte man das oder so sollte man das wahrscheinlich auch interpretieren. Das ist auch das, was der Jerome Blokland hier an dieser Stelle schreibt. Und wenn man das noch kombiniert mit der aktuellen saisonalen Betrachtung, nämlich dass zum einen der September ein schwacher Monat ist, das sei jetzt mal geschenkt, das wussten wir auch schon vorher, das galt auch schon für den Monat August, aber wenn man das Ganze mal nach Kalenderwochen aufsplittet, was hier auch noch passiert, das ist ziemlich, ziemlich cool tatsächlich. Und wir wissen, dass wir aktuell im September Kalenderwoche 37 bis 40 eben beinhalten und eigentlich so die ersten zwei Kalenderwochen hier im September nicht so wirklich spektakulär anmuten, aber es dann ab der dritten Kalenderwoche und somit in der Woche, in der die Fed entsprechend tagt, hier zur historisch betrachtet bis 1988 zurückgehend schwächsten Börsenwoche des gesamten Jahres führt, dann finde ich, nimmt das langsam schon so Form an, wo man sagt, ich glaube, Chance-Risiko-Verhältnis technisch ist derzeit ist nicht die schlechteste Idee, eher die Short-Seite zu favorisieren und nicht davon auszugehen, dass wir hier unweigerlich und kontinuierlich immer weiter bullisches Momentum sehen. Also derzeit sind wir zwar sehr, sehr ruhig unterwegs und eher wird sich das auch nicht ändern. Vielleicht, wie gesagt, im Hinblick auf den DAX sind vielleicht sogar eher Spikes auf der Oberseite aus diesem choppigen Umfeld eben denkbar. Aber ich glaube, ein Follow-through-Move, also das heißt, dass wir auf neue Allzeithochs vorstoßen und diese dann auch verteidigen können und weiter bullisches Momentum aufsetzen, muss ich gestehen, sehe ich eher im niedrig zweistelligen prozentualen Wahrscheinlichkeitsbereich. Also das heißt, eine Wahrscheinlichkeit hier von maximal vielleicht 20% würde ich dem zugestehen, solch einen Spike und Follow-through auf der Oberseite zu sehen. Ich gehe eher davon aus, dass es eher früher als später hier zu diesem Rollover kommt, in den kommenden 3 Wochen vielleicht zu einer Vorbereitung schon einer restriktiven geldpolitischen Haltung kommt. Also durchaus ist denkbar, dass anders als sich das hier saisonal eben einfängt und einfangen lässt, dass wir sagen, vielleicht bekommen wir tatsächlich die Wohler schon jetzt in der Kalenderwoche 37, 38 zu sehen und dann bekommen wir in ein vielleicht restriktive Überraschung seitens der Fed ein Flush-Out-Move zu sehen, der dann uns vorbereitet für eine Jahresendrallye. Also nicht, dass ich jetzt ein Crash-Szenario hier formuliere oder dergleichen, ähnlich wie dem mit Corona, zu dem Schluss könnte man kommen, wenn man das jetzt hier ganz kurz sich anschaut und sagt, hat er nicht gerade gesagt, das ist die höchste Long-Positionierung, kurz bevor wir hier diesen Spike dann gesehen haben und diese Corona-Pandemie losgetreten wurde und so weiter. Das war natürlich ein komplett anderes Umfeld derzeit. Und das hatte sich auch schon in den Wochen, Querstrich Monaten, eigentlich schon ab Ende September, nee, September sei schon Dezember 2019 begonnen, so ein bisschen am Horizont abzuzeichnen. Es ist denkbar, dass wir ähnliche Volatilität zu sehen bekommen, aber mit einer sehr, sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit. Eher ist es denkbar, wir kriegen erstmal diesen Pull-in zu sehen und eine Korrektur, aber unterm Strich bleibt, wir sehen es kurzfristig jedenfalls, oder haben das Potenzial, einen schärferen Push eben auf der Unterseite zu sehen zu bekommen. Und das ist eben etwas, also diese diversen Puzzlestücke, die sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da
braut sich was zusammen. Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das war mal so ein Running Gag, den ich mit einem ehemaligen Kollegen an einem Trading Desk mal so hatte. Da hatten wir mal ein Live-Trading-Event, da, oder nicht Live-Trading-Event, sondern das war ein Event zusammen. Und da gab es jemanden, der seine Einschätzung teilen sollte, wie er zu dem Schluss kommt, dass es eben jetzt zu einem Push auf der Unterseite kommen könnte. Und da sagte der, guckt er in die Runde, seht ihr es denn nicht? Da braut sich was zusammen. Das war ziemlich lustig. Gut, okay. Also zurück an dieser Stelle zum DAX. Also, das sind einzelne Puzzlestücke, die im Gesamtkontext zusammengesetzt durchaus zur Vorsicht mahnen. Derzeit, jetzt kommen wir auf den Intraday-Handel, jetzt kommen wir von einem etwas übergeordneten Bild hier. Kommen wir auf den Intraday-Handel. Aktuell sieht das nicht besonders spektakulär aus. Key-Level für die Folgestunden, auch im Hinblick auf die US-Markteröffnung dann um 15:30 Uhr, mit Sicherheit der Bereich 8,50, 8,70. Sollten wir dieses Level unterschreiten, dann rückt zügig erstmal meine persönliche Inflection um 15.800 im Mittelpunkt des Geschehens. Und wenn wir die brechen, dann könnte es sich auch für die kommenden Tage eventuell stärkere Abgabedruck eben tatsächlich widerspiegeln. Allerdings setzt das voraus, dass wir erstmal unter die 8.50, 8.70 bzw. den Tagesschluss dann unter 15.800 zu sehen bekommen. Und selbst das würde das übergeordnete Bild noch nicht wirklich dramatisch eintrüben, sondern sich einfach nur in dieses derzeit sehr choppige übergeordnete Bild eben einfügen. Im Hinblick auf den S&P können wir mal kurz ein Level herausstellen, welches solch eine Bewegung eben in der Lage wäre, dann an dieser Stelle auf den Weg zu bringen. Ich würde mal sagen, hier 4.520 ungefähr. Das wäre so ein Level, wo es dann etwas ungemütlicher werden könnte. Auch das sollte man nicht überbewerten. Es wäre dann denkbar, dass wir in Richtung der 4.500 und auch vielleicht ein Flush darunter zu sehen bekommen. Jetzt ist allerdings auch wichtig, dass wir uns natürlich immer vor Augen führen. Übergeordnet sind wir weiter in einem ganz klaren Aufwärtstrendkanal und ein Fall unter die 4.500 offenbart an dieser Stelle erstmal und nur maximal einen Test eigentlich dieser unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Also durchaus denkbar, dass solch eine Korrektur eingeleitet wird unter der 4.520, stärkeres bärisches Momentum, erstes Ziel 4.5 aktiviert wird, allerdings sich dann im Bereich allerspätestens um 4.460, 4.470 eventuell schon wieder Käufer eben finden und wir gegen diesen Bereich eben ein Auftreten sehen. Dann wird es allerdings spannend, denn dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir, ich zeichne das mal ganz kurz vielleicht hier ein, ob wir dann vielleicht ein tieferes Hoch markieren. Also das wäre natürlich durchaus eine Option hier an der Stelle, ne? Dass wir hier so einen Flush sehen, Retest, die 4.520 nicht zurückerobern, dann von dort tiefer einknicken, unter die 4,5 gehen, in den Bereich 4,470, 4,480 laufen und dann von dort einen Bounce sehen, aber dann eben nicht, wie jetzt jüngst immer häufiger gesehen, eben so ein V produzieren und dann eben höhere Hochs markieren, sondern schon vorher ein tieferes Hoch markieren und entsprechend überrollen. Das könnte dann interessant werden, denn das wäre eventuell ein Zeichen dafür, dass besonders eben durch eine entsprechende restriktive, beziehungsweise eine nicht erwartet restriktivere rhetorische Haltung seitens der Fed, vielleicht eine tiefere Korrektur dann initiiert wird, die dann vielleicht auch diesen Aufwärtstrendkanal eben bereits hier beginnt in Bedrängnis zu bringen, aber dafür fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Also in dem Zusammenhang warten wir mal ab. Sollte solch ein Bruch dann sich darstellen, könnte das die nächsten Wochen ein bisschen turbulenter werden und dann vielleicht sogar hier die 4.200er Region im Mittelpunkt des Geschehens rücken. Solange wir allerdings oberhalb von 4,5 uns halten können, beziehungsweise auch hier vielleicht nicht die 4,520 brechen, ist erstmal solch eine Gefahr nicht akut gegeben. Man sollte sie im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, es gibt einige Bausteine, Puzzlestücke, die kann man dahingehend zusammenstecken und zu dem Schluss eben tatsächlich kommen, aber man sollte das derzeit noch nicht wirklich überbewerten. So, blicken wir mal auf Gold. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox, ob hier irgendwelche Fragen aufgekommen sind. Ein Augenblick. Okay. Ich sehe gerade übrigens. Zack. Ich sollte vielleicht mal hier ins Backend gehen. Da kann ich ein bisschen was mehr sehen. Ja, also solltet ihr, wie gesagt, Fragen haben, stellt die bitte gerne in die Chatbox. Wir blicken jetzt mal ganz kurz hier auf die jüngste Performance in Gold. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier die Linien. Nee, ich werde die Linien so einfach lassen, aber ich werde noch mal ganz kurz eine andere Farbe hier nutzen. Moment, so. Könnte man wahrscheinlich sogar mit der arbeiten. Ja.
Also man kann erkennen, man kann hier eine übergeordnete Trendlinie, die die jüngst markierten höheren Tiefs hier miteinander verbindet, könnte man einziehen. Und dann sehen wir, dass wir in diesem Zusammenhang gerade einen ziemlich brisanten Lauf zu sehen bekommen haben. Also wir müssen das vielleicht sogar ein bisschen enger hier so ziehen, so, um diese Tiefs dann alle sauber miteinander zu verbinden. Ja, ich glaube, das passt. Also das Flash Crash Tief, das müssen wir nicht ganz nachzeichnen, weil das natürlich jetzt hier eine Übertreibung offensichtlich auf der Unterseite ist. Aber diese Zwischentiefs, die sich dann hier ausgebildet haben, die besitzen definitiv eine höhere Brisanz. Auch ausgehend vom dort gehandelten Volumen mit Sicherheit. So, und ja, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, wir sehen den Breakout getriggert, also erstmal den Breakout aus dieser Range, die sich hier rauskristallisiert hat. Und zwar am 27. war es dann. Also diese relativ breite Range, aber das Markieren neuer Augustos an dieser Stelle eben begünstigt durch Jackson Hole und die Kommentare von Jay Powell in diesem Bereich. Da kommt eben dieser Push. Konsolidierung, niedrig volatiles Umfeld, Antizipation, Labor Day, Wochenende und dergleichen. Mal gucken, ob sich in irgendeiner Form vielleicht durch die Non-Farm Payrolls irgendetwas ergibt. Tut's. Non-Farm Payrolls enttäuschen, Push auf neue Hochs. Wir sehen dann übergeordnet hier in diesem Zusammenhang das Vorstoßen in diese scharfe oder starke Widerstandsregion. Hier dieser rotfarbene rechteckige Kasten. Das ist der Bereich 1830, 1835 US-Dollar pro Feinunze. Und Retest bzw. Abprall erst einmal, Rücksetzer. Diesen Bereich hatten wir gestern, glaube ich, thematisiert gehabt, als möglichen Long-Einstieg. Jetzt sehen wir ein Aufdrehen gegen dieses Level. Natürlich nicht dramatisch, nicht wirklich dann an zunehmendes Volumen oder Volatilität. Klar, begünstigt durch den Umstand, dass wir gestern eben US-Feiertag hatten, querstrichen verkürzten auch US-Future-Handel an der Stelle und somit dann auch der Metallhandel hier an der Stelle eben um 19 Uhr zum Erliegen gekommen ist. Aber wir sehen dann eben, wir setzen den Handel wieder ein heute Nacht und jetzt rollen wir hier über und wir attackieren nicht nur diesen Bereich und verteidigen den, ganz im Gegenteil, wir brechen ihn und wir brechen auch diese Trendlinie. Und das ist natürlich etwas, das gefällt dir jetzt gerade gar nicht. Also das ist nicht das, was du hier in dem Zusammenhang sehen möchtest an dieser Stelle, sondern an dieser Stelle möchtest du eben sehen, dass wir Nachfrage in den Markt kommen sehen und diese bleibt aus. Potenzieller Treiber, potenzieller, ich nenne ihn jetzt mal bärischer Driver, ja, an dieser Stelle ist mit Sicherheit diese leicht anziehende Tendenz im US-Zinsmarkt. Ich habe den Screenshot von heute früh, hier hatte ich schon gezeigt gehabt. Ich habe das aber auch hier nochmal. Wir sehen auch hier, also das hat sich noch weiter ein bisschen beschleunigt. Wir sind nochmal einen Basispunkt höher gelaufen. Wir laufen jetzt auch in eine Schlüsselregion hier um 1,37% an dieser Stelle. Und ein Bruch höher könnte oder würde dann folgerichtig vielleicht sogar den Weg in Richtung 1,42% eben offen legen. Und das könnte natürlich dann etwas sein, ausgehend vom Wissen, dass eben Gold und der Zins an der Stelle negativ sondern korreliert sind. Anziehender Zins, eher bärischer Treiber für Gold. Dass jetzt hier eben diese stagflationäre Tendenz, die sich eigentlich günstig auf Gold auswirkt und die initial auch diesen bullischen Impuls nach den NFPs trotz anziehender Zinsen nach sich gezogen hat, also so würde ich das jedenfalls interpretieren, dass sich jetzt beginnt eben zunächst einmal so ein bisschen Sorge aufzubauen, dass es wirklich ein Taper gibt, dass es wirklich vielleicht hier eine Vorwegnahme eines restriktiven geldpolitischen Kurses, nicht weil es konjunkturell notwendig oder möglich ist, sondern stattdessen man versucht, diese anziehende Inflationssorgen eben vorwegzunehmen oder beziehungsweise die Fed hier im Grunde mit dem Rücken zur Wand zu sehen, dass das aber dennoch kurzzeitig jedenfalls diesen Push tiefer in Gold nach sich zieht. Und Schlüssellevel in dem Zusammenhang, also technisch, wie gesagt, das ist sehr ungünstig, weil du willst eigentlich in diesem Bereich long sein und dann relativ zügig Nachfrage in den Markt kommen sehen, die bleibt hier derzeit aus. Jetzt gilt es im Grunde genommen zu sehen, ob wir die 1800 halten können. Also könnte durchaus sein, dass wenn es jetzt hier nicht zügig gelingt und wir haben auch keine wirklich fundamentalen Trigger, also das ist ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, der Wirtschaftsdatenkalender ist wirklich ganz dünn. Es könnte sein, dass das hier der Wegbereiter nochmal für einen Flush in Richtung der 1800 ist und dann diesen erneuten Versuch, die 1830 zu brechen, der zunächst vielversprechend ausschaute, dass es hier nochmal zu einem entsprechenden Abprall gegen diesen Bereich kommt und dann folglich ein Großteil dieser jüngst
gesehenen Aufschläge eben wieder negiert wird und wir deutlicher unterhalb von 1800 US-Dollar pro Feinunze uns hier beginnen zu stabilisieren. Also, ich grundsätzlich bin eher Gold long, aber diese Price Action jetzt hier, die gefällt mir gar nicht. Und wie gesagt, sollte es jetzt hier nicht gelingen, die 1800 zu verteidigen, dann wäre das eher ein Signal, dass da nochmal ein Push eben auf der Unterseite stattfindet, der uns unter die 1800er Marke eben tatsächlich dann treibt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier was gucken. Okay, perfekt. Ich sehe gerade in der Chatbox, Anish fragt nach Silber. Da bin ich gestern überrascht gewesen, ehrlich gesagt. Das muss aber ein Missprint gewesen sein, in Anführungsstrichen. Da habe ich gestern zunächst gedacht, wir haben eine Squeeze in dieses dünne Umfeld zu sehen bekommen. Schrieb nämlich jemand bei Twitter. Und zwar, Silber hätte 11% zugelegt. Stimmt aber nicht. Also, das war potenziell ein Fat Print. Ich hatte da nämlich auch überlegt, dass dem jetzt 11% zugelegt von 24 Dollar. Das sind ja über 2,50 Dollar, die da Aufschläge gesehen wurden. Und das bedeutet ja, dass in dem Zusammenhang Silber bei fast 27 Dollar hätte gehandelt werden müssen. Also, das war gestern, das war ein potenzieller Missprint, der in der Thomson Reuters Plattform eben dort gesehen wurde. Und wurde auch dadurch dann entsprechend eben unterstrichen, dass das ein Missprint gewesen sein sollte, weil ich nämlich dann in den letzten Quotes um 19 Uhr hier gesehen habe, dass wir in dem Bereich um 24,70, also immer noch mit Aufschlägen, das steht außer Frage, das ist ein sehr starker bullischer Impuls, der uns auf deutliche Niveaus oberhalb von 24 befördert hat, der dann auch der bullischen Action in Gold nachgezeichnet war. Aber alles in allem ist es so, dass wir nicht diesen Spike gesehen haben. Wie gesagt, das war ein potenzieller Missprint. Was jetzt interessant ist, den können wir erstmal hier ganz kurz anpassen, diese türkisfarbene Linie. Was hier jetzt interessant ist, Moment, Verzeihung, könnten wir auch machen, aber wir nehmen jetzt mal diese hoch hier. So, das ist jetzt eine potenzielle Schlüsselregion. Also wir können das sehen, hier oben nicht irritieren lassen. Das ist jetzt ein bisschen, wir können es auch mal ändern. So, Moment, dann arbeiten wir hier gleich mit der Stunde, mit der wollen wir gleich sowieso arbeiten. So, also was wir hier erkennen können, ist eine Trendlinie verbinden von höheren, tieferen Hochs an der Stelle und ein Überrollen jetzt gegen diesen Bereich nach der Attacke, die wir hier zu sehen bekommen haben. Das Interessante ist jetzt, dass wir hier natürlich potenziell ebenfalls in den technisch relevanten Bereich laufen. Also anders als bei Gold, die Situation, wo sich das Bild jetzt einstellt, gibt es hier eine zeitliche, in Anführungsstrichen, Verzögerung des Ausbildens dieser Aufwärtsstruktur. Und da könnte durchaus es denkbar sein, dass wir in diesem Bereich jetzt hier um roundabout 24,20 ungefähr, 24,30, vielleicht ein bisschen tiefer, wenn wir den Bereich um 24 als rundes Level anlaufen, psychologisch, und diese Trendlinie dann anlaufen, dass wir hier nochmal einen interessanten Einstiegsbereich sehen von der Long-Seite. Und wenn wir gegen diesen Bereich aufdrehen sollten, dass dann nochmal einen ernsthaften Versuch gibt, diese türkisfarbene Trendlinie zu brechen, die dann übrigens auch weiter bullisches Potenzial freisetzt, mindestens in Richtung 25. Das ist hier so die 200-Tage-Linie an dieser Stelle. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil, einen Moment, ich mache die mal farblich ein bisschen anders. Ich setze die mal ab. Welche Farbe haben wir hier noch nicht? Stil. Machen wir mal Pink. Kann man das besser erkennen? Ja, ne? Also die 200-Tage-Linie, die dann hier in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und potenziell höher. Das setzt aber voraus, dass sich dieses gerade von mir skizzierte bärische Bild für Gold natürlich nicht beginnt zu manifestieren, denn wir wissen, Gold und Silber sind positiv zueinander korreliert. Also sprich, sollte sich dieses bärische Bild mit dem Drop zurück unter die 1800 eben infolge anziehender Zinsen im Gold eben beginnt zu zeigen, dann wäre in dem Zusammenhang nicht unbedingt davon auszugehen, dass wir gegen die 24 dieses bullische Aufdrehen sehen, sondern eher ähnlich wie in Gold hier auf diesem Bereich aufsetzen, vielleicht kurz einen kleinen Pop sehen und dann überrollen und eben diese Trendlinie brechen und deutlicher zurück unter die 24 fallen. Also das wäre dann gleichbedeutend oder korrespondierend mit entsprechend dem Rutsch zurück unter die 1800 in Gold an dieser Stelle. Aber bis dahin
ist es dennoch ein freundlicheres Bild für Gold. Und sollte Gold sich beginnen zu stabilisieren, könnte das hier ein Signal relativer Stärke in Silber sein, wo dann eben, sofern wir diesen Retest dieser Region zu sehen bekommen, 24, 24, 20 eventuell, dann entsprechend einen starken bullischen Drive nach sich zieht, der diese Trendlinie bricht und wie gesagt eben den Push zurück in Richtung und auch deutlich zurück über 25 Dollar zunächst initiiert. Also Silber ist aus der Perspektive definitiv hier in diesen Gefilden 24, 24, 20 detaillierteren Blick wert, würde ich sagen. So, ja, das also zu Gold, zu Silber. Wenn wir über den US-Dollar sprechen, oder nee, über Gold sprechen und den US-Dollar, dann lohnt natürlich an der Stelle auch mal ganz kurz einen Blick hier auf den Euro. Fängt an, sich doch ein bisschen toppischer jetzt gegen diesen 1. Ich zeige den das mal hier ganz. Na, wohl. Moment, ich lasse das mal ganz kurz hier drin. Ich setze das aber auch farblich ein bisschen anders ab. So, diese Region hier. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, allerdings. Machen wir das orange? Kann man das noch erkennen? Schwarz vielleicht? Ja, naja, hebt sich auf jeden Fall erstmal ab. Also, was wir hier erkennen können, ist die 1,19er Region. Also stärkere Widerstandsregion da oben, offensichtlich auch auf der Stunde erkennbar an dieser Stelle. Und der kurze Versuch, und das ist eben das, was diesen Bereich vielleicht auch als Short-Einstiegsregion interessant werden lässt. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben definitiv interessantere Märkte aktuell als den Euro-US-Dollar. Da wäre ich sehr vorsichtig mit Positionen, beziehungsweise sehe ich hier das Trading-technisch nicht als so attraktiv an. Aber nichtsdestotrotz, diese Region ist rein technisch jedenfalls interessant, weil sie eben einerseits 1,19 deutlich herausragt, hier als Region um die Juli-August hoch ungefähr, weil wir recht überdehnt anmuten, ehrlich gesprochen, mit diesem Bounce gegen die 1,17er Region Pi mal Daumen, also im Grunde genommen in einem Zug. Ja, das sieht zwar auf Stundenbasis sauber aus, diese Trendstruktur, aber hier auf der Tagesebene ist das im Grunde genommen wie am Lineal gezogen. Das ist einfach nur straight away, einmal nach oben. Und demnach ist dieser Bereich in Kombination mit dieser oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung der 1,19er Region hier und auch dem grundsätzlich sehr, sehr skeptischen Bild für den Euro, ja, auch aus global makroökonomischer Perspektive. Sei es jetzt, weil die Zinsen eben sich weiter im Niedrig- bis Null-Negativbereich zeigen, parallel dazu die Inflation deutlich anzieht. Nicht davon auszugehen ist, dass sich dort diesbezüglich etwas ändert. Ich glaube, wir haben jetzt am Donnerstag, wenn ich recht es auf dem Schirm habe, EZB September Meeting 21. Glaube ich, das ist jetzt, ne? Zwei? Nee. Moment. Moment. EZB Pressekonferenz. Ja, EZB Meeting. 9. September, das ist übermorgen. Am Donnerstag. Haben wir natürlich auch ein potenzielles Event, wo man jetzt sich natürlich auch noch so ein bisschen die Frage stellt, ob da nicht weiterer geldpolitischer Stimulus in Aussicht gestellt wird und das konterkariert wird, was Herr Holzmann ja kommuniziert hatte. Wir erinnern uns dran, ich weiß gar nicht, das hatten wir letzte Woche. Muss mal kurz gucken. 1. September. Das war hier, oder? Das war am 27. August. Kann das? Nee, 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 das war nicht am 27. Das ist Quatsch. Das war Jackson Hole. Ein kurzer Spike auf der Unterseite. Ich müsste jetzt wirklich gucken, wann der sich terminlich da abgezeichnet hatte. Vielleicht spiegelt er sich auch gar nicht so sehr wieder hier im Kursverlauf. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn man jetzt in Aussicht stellt, dass man geldpolitisch weiter liefern muss, es geht gar nicht anders. Und also ich denke, es ist eher ein Non-Event. Ich glaube nicht, dass man da Konkretes von der EZB oder von Frau Lagarde hören wird. Aber nichtsdestotrotz, ich denke nicht, dass man in irgendeiner Form einen restriktiveren geldpolitischen Kurs in Aussicht stellt. Und das könnte dann dahingehend brisant werden, weil es nämlich die Möglichkeit erhöht, dass wir dann unter die 18,50 im Euro-US-Dollar rutschen, was wiederum diesen Bruch hier, dieser Aufwärtsstruktur und dieses Trendkanals Ausbruch auf der Unterseite nach sich zieht und somit dann wahrscheinlicher werden lässt, dass wir in Richtung 1,18 laufen. Also eventuell findet man im derzeitigen Umfeld eine mögliche, obwohl CHV-technisch ist das deswegen brisant, weil wenn wir um die 1,19 mit einem Stop arbeiten hier, auf die 1,18 als Test gehen, dann haben wir ein CHV von maximal 1 zu 1. Also das ist trading-technisch schon sehr, sehr hakelig, ehrlich gesagt.
Auf der Kehrseite möchte ich allerdings auch nicht mich aus den derzeitigen Gefilden irgendwie in Antizipation, also in Vorwegnahme eines Bruchs hier unter die 1850 positionieren, weil das einfach beinhalten würde, dass wir, wenn ich mich jetzt um 1870 hier positioniere, mit einem Risiko von 10 Pips irgendwie positioniere, scheint mir irgendwie ein bisschen zu eng. Also nicht, dass die Volatilität jetzt so dramatisch wäre, dass das irgendwie verheerend wäre, so ein enges Stop zu, mit so einem engen Stop zu arbeiten. Aber ich würde mich da nicht wirklich wohlfühlen. Also tradingtechnisch ist Euro-US-Dollar wirklich weiterhin schwierig, ja, nett formuliert. Wie gesagt, Schlüssellevel könnte die 18,50 sein. Unterschreiten der 18,50 aktiviert er erstmal die 18 und darunter dann vielleicht sogar einen Drop Richtung 1,17, vielleicht sogar nochmal Richtung der 1670er-Region. Potenzieller fundamentaler Trigger am Donnerstag, eben die EZB-Sitzung, könnte dahin gehen, dass man eben nichts geldpolitisch Veränderndes kommuniziert. Aber genau deswegen ist auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es eine erhöhte Volatilität eben tatsächlich gibt. Eher wird es so sein, dass sich hier vielleicht eine Erholungsbewegung im US-Dollar abzeichnet und dass durch anziehende Zinsen eine Nachfrage in den US-Dollar und sich ein ausweitendes Zinsdifferenzial zwischen Euro und US-Dollar erneut eben der Euro-US-Dollar hier unter Druck gerät und wie gesagt in Richtung mindestens 1,18 eher tiefer sogar eben auf den Weg gebracht wird kurzfristig. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich, nein, nicht schwierig, aber ziemlich grenzwertig hier tradingtechnisch. Ich glaube, attraktiver sind die Gegebenheiten definitiv, besonders im Edelmetallbereich. Also Gold oder auch Silber, wo wir halt wissen, das ist eine entsprechend positive, oder beziehungsweise negative, so rumgesprochen, negative Korrelation zwischen US-Dollar und eben Gold eben tatsächlich gibt. Ja, das also in diesem Zusammenhang. Einzeltitel wollen wir heute vielleicht mal so skippen. Wie gesagt, da hat sich erstmal nichts groß getan. Das, was ich weiterhin auf dem Schirm habe, wo ich sehr gespannt sein werde, wie sich das Bild darstellt, wo ich auch gespannt bin auf die heutige Eröffnung. Wir können mal kurz Folgendes machen. Wir gucken mal schon in die Vorbörse. Nvidia habe ich da weiter auf dem Schirm. Wie gesagt, 2,35, 2,40 ungefähr ist ein Bereich, den ich interessant finde. Weil ich mir vorstellen könnte, dass aus dieser Perspektive, vor dem Hintergrund dieses eher skeptischen Bildes, was ich skizziere, hier für Equities vielleicht sich ein Überrollen dann abzeichnet, welches uns in Richtung der 200er-Gefilde eben befördern könnte. Das könnte CAV-technisch also ein ziemlich interessantes Play werden, aber dazu möchte ich zunächst einmal sehen, dass wir diesen kurzen Pop auf der Oberseite sehen. Also kurzer Squeeze zur Eröffnung, begünstigt durch was auch immer, wäre hier dankbar, 2,35, 2,40, das wäre ein ganz interessanter Bereich, den ich auf dem Schirm habe. Aber sofern sich dieser noch nicht hier darstellt oder wir noch nicht wissen, wie wir jetzt in die Handelswoche starten nach dem verlängerten Wochenende Labor Day, macht das nicht wirklich Sinn, da einen Blick drauf zu werfen. Spannender scheint da schon ein Blick auf Bitcoin hier zu sein. Da haben wir vielleicht als möglichen Treiber für diesen Run hier. Also ich hatte ja ein entsprechend bullisches Bild hier skizziert. Ne? Das sind immer noch die Grafiken von letzter Woche Freitag, wo ich ein bullisches Szenario skizziert hatte und dann auch hier auf der Oberseite haben wir jetzt tatsächlich, sind wir sogar angelaufen. Heute Nacht haben wir entsprechend einen Drive gesehen in Richtung der 53.000 Region, etwas über 52. Jetzt allerdings einen härteren Abprall an dieser Stelle. Möglicherweise ist dieser, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich, ist dieser Drive hier begünstigt durch den Umstand, dass man einfach jetzt relativ klar publiziert hat, dass eben El Salvador, hier ist die News, dass eben El Salvador als Käufer am Markt aufgetreten ist. Also wer es bis dahin noch nicht mitbekommen hat, der ist spätestens dann durch die breite mediale Berichterstattung hier entsprechend eben darauf aufmerksam geworden. Und das ist eben entsprechend dann dieser potenzielle bullische Treiber gewesen, der dann Bitcoin hier auf der Oberseite hat vielleicht entsprechend in Richtung der 53.000er Region laufen lassen. Was ich jetzt interessant finde, ist, wir wissen ja, dass wir alles in allem mit Bitcoin weiterhin eigentlich ein technisch sehr sauberes Asset haben. Also jetzt ist El Salvador zwar hier als Käufer aufgetreten, aber besonders eben Privatanleger tummeln sich in dem Bereich und dadurch werden eben technisch relevante Level natürlich entsprechend interessant. Wir haben jetzt hier zwei, ich finde, recht saubere Aufwärtstrendlinien, die man einzeichnen lässt. Und auch ausgehend von welchen sich Szenarien skizzieren lassen. Also die übergeordnete Trendlinie hier, ausgehend von den Juli-Tiefs, die sich hier einzeichnen lässt, die zeigt uns ungefähr einen Support im Bereich um 50.000 Dollar.
Wir haben aber schon vorher möglicherweise eine Region, gegen die hier Bitcoin vielleicht sich abprallt, die jetzt auch gleich relativ zügig in den Mittelpunkt des Geschehens rücken dürfte, nämlich um 50.800 Dollar. Das sind ehemalige Hochs hier in dieser Region. Also vielleicht ist dieser Bereich als kurzfristiger Trading-relevanter Bereich ganz interessant. Das heißt also, dass wir vielleicht einen kurzen Pop sehen und sich dann von hier die Frage stellt, drehen wir gegen 50,7, 50,8 deutlicher auf, markieren höhere Hochs, brechen also hier diese Hochs von heute früh um roundabout 52.800, dann wäre nächstes potenzielles Ziel auf der Oberseite vielleicht erst wieder im Bereich um 55.000, vielleicht sogar 55.500 Dollar zu finden. Oder alternatives Szenario, zeichne ich mal ganz kurz hier ein. Also sprich, wir sehen ein Aufdrehen hier, zack, straight up. Oder wir drehen gegen diesen Bereich hier auf, rollen aber hier nochmal über, brechen diese Trendlinie und setzen dann auf diese Trendlinie auf, um dann von hier uns steigen zu präsentieren. Also man kann in beiden Szenarien sehen, ich bin alles in allem, solange wir uns oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie, ganz besonders der magentafarbenen hier bewegen, eher bullish für Bitcoin und denke eher, dass wir in Richtung der 15 55, 56 uns hier aufmachen dürften, also K, ja, so. Das ist das derzeit wahrscheinlichste Szenario, weil eben der Hype bzw. der Run auf Bitcoin derzeit wieder definitiv gegeben ist und sich Bitcoin hier dieser Sorgen beginnt deutlich entziehen zu können, dass es irgendwie dramatische Regulierungen gibt oder Einbußen oder sonst dergleichen, sondern eher etabliert sich die offensichtlich Meinung oder die Haltung unter den Markt, unter der Marktteilnehmer, dass man einfach sagt, das ist mehr und mehr ein ernstzunehmendes Zahlungsmittel, dass man auch vielleicht zwecks Vertrauensaufbau eben ansteuert. El Salvador ist jetzt so ein bisschen der vielleicht der Door-Opener in diese Richtung. Natürlich nochmal, ich hatte es initial gesagt, einer der Gründe hier für die Skepsis in Bezug auf Bitcoin ist natürlich diese massive Volatilität. Also als Wertaufbewahrungsmittel bin ich weiterhin sehr skeptisch, ob sich Bitcoin hier eignet. Definitiv. Und wir werden auch in diesem Zusammenhang eventuell die eine oder andere auch noch politische Krise eventuell zu sehen bekommen. Sollte es mal zu einem Crash-Szenario kommen und dass Bitcoin dafür prädestiniert ist, das sehen wir ja. Also wenn wir alleine mal, und das war ja noch nicht mal ein Crash, also wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir uns von Mitte Dezember zum Beispiel hier damals von roundabout 20.000 Dollar eben aufgemacht hatten, Verdoppelung des Preises zu sehen bekommen haben, bis über 40.000. Und dann kam es zu einem Pull-in hier. Das war eine Korrekturbewegung von 25% tatsächlich innerhalb von einem Tag. Also diese Kerze hier mit diesem Wick auf der Unterseite da, dieses Überschießen zurück in Richtung der 30.000er-Region. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das hat auch entsprechend eben Reichweite, auch in sozialen Medien und dergleichen gegeben. Und jetzt stelle man sich vor, dass du eben entsprechend beginnst, Bitcoin hier als Zahlungsmittel in El Salvador eben entsprechend, Link übrigens dazu, stelle ich unterhalb des Videos ein. Also das heißt, ihr habt dann im Anschluss die Möglichkeit, euch da noch ein bisschen auch schlau zu machen in dem Reuters-Artikel. Jetzt stelle man sich einfach mal vor, dass sich innerhalb eben von so dein Gegenwert in Gehalt in US-Dollar beispielsweise viertelt oder drittelt an der Stelle vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das kann durchaus auch, das birgt politische Brisanz an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz solche Schritte in Richtung Innovation an dieser Stelle, die gehen nie ohne irgendwelche Wehwehchen einher. Das hat die Historie gezeigt, die Geschichte gezeigt, in vielerlei Hinsicht. Und demnach ist das durchaus ein interessanter Schritt oder ein interessantes Experiment, so nennen wir es erstmal an der Stelle. Ich glaube, so würde El Salvador oder beziehungsweise der Präsident hier, was übrigens Schande, Asche auf mein Haupt, ich weiß gar nicht, der Name des Herrn ist. Bukele, genau. Also den Namen habe ich schon diverse Male gelesen. Also Präsident Najib Bukele hier an dieser Stelle. Was wollte ich jetzt sagen? Also dem wird potenziell auch aus dieser Perspektive sicherlich einiges an Gegenwind entgegenschlagen. Und das wird vielleicht auch von seinen Kritikern, Querstrich von seinen politischen Gegnern entsprechend genutzt werden. Vielleicht ist dann zu instrumentalisieren und politischen Druck auf ihn auszuüben. Aber in Summe, nochmal, ist das ein interessantes Experiment und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das bewegt. Also Stichwort Regulierung, ja,
Bitcoin hatte ich ja an dieser Stelle eben zum Beispiel als Etablierung, besonders in der westlichen Welt, zum Beispiel in den USA oder auch von mir aus hier in Europa beispielsweise, durchaus immer mit Kritik auch bedacht. Und ich werde auch da nicht müde und auch mit dem mahnenden Zeigefinger eben zu sagen, seht euch vor, das als Alternative, wirklich als alternatives Zahlungsmittel zu sehen. Die macht einen Buße, besonders an zentrale Organisationen wie zum Beispiel der EZB, wie der Fed, die werden alles in ihrer Macht Stehende tun, dafür Sorge zu tragen, dass sich hier keine Währung neben ihrer Währung in Anführungsstrichen etablieren wird können. Stichwort Regulierung, Stichwort Verbot von Bitcoin, Annahme zum Beispiel unter Strafe zu stellen, vielleicht in gewisser Form Dienstleister, die dann eben Zahlungen nicht mehr in Bitcoin akzeptieren dürfen und dergleichen. Das ist durchaus etwas, was in Betracht gezogen werden kann. El Salvador geht dahingehend einen speziellen Weg, weil sie sagen, wir lassen das offiziell zu als Zahlungsmittel. Wir erkennen es offiziell als Zahlungsmittel eben an, jetzt mal sehr plump, sehr einfach gesprochen. Und das ist eben etwas, was dann an dieser Stelle zeigen wird, in welche Richtung das führt. Also, denn man sollte an dieser Stelle ebenfalls durchaus auch kritische Szenarien oder sehr, 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 sehr schwarze Szenarien vielleicht für das Fiat-Geldsystem hierzulande, also hierzulande Querstrich in Europa skizzieren, Stichwort Euro. Wir haben im Hinblick auf den Euro haben wir, ich zeige das mal ganz kurz, haben wir mittlerweile ja eine EZB-Bilanz an dieser Stelle, die mehr als 75, fast schon 80%, glaube ich, des Bruttoinlandsproduktes beträgt. Oh, wo haben wir es denn jetzt hier? Money und Central Bank Balance Sheet. Ja, hier sind wir jetzt bei über 8 Billionen. Also, wer das als gesund bezeichnet, vor dem Zeitgleichen, wir können das comparen. Was wir jetzt hier machen, ist, wir zeichnen mal Euro Area und dann legen wir mal das GDP drüber. Also, das BIP. An dieser Stelle. Was wir an dieser Stelle erkennen können, ist eben offenbar, dass wir, welche Überraschung, aber hier seit 2000 im Großen und Ganzen eben hier keinerlei Wirtschaftswachstum mehr ausmachen können. Also, das vielleicht eventuell gar nicht mal auch so gegeben ist, wie es dann uns in den Statistiken, die uns entsprechend präsentiert werden, darstellt. Also, eventuell ist der wirtschaftliche Einbruch oder beziehungsweise die Gesundung, die Erholung aus diesem, nennen wir es mal Corona-Tief, nicht so entsprechend sich darstellen, wie das in den Medien eben aufbereitet wird und seitens der statistischen Behörden und dergleichen. Also das bedeutet etwas anderes, wir pumpen immer mehr Geld, also die EZB pumpt immer mehr Liquidität ins System, dem aber immer weniger Wirtschaftsleistung entgegensteht. Und hier sind wir jetzt mittlerweile, wenn ich das richtig zusammenbekomme, wie gesagt, bei roundabout 75 bis 80% ungefähr. Das ist so dramatisch, stellt sich die Situation noch nicht in den USA dar. Aber wir müssen natürlich Folgendes berücksichtigen. Eine aus dem Nichts geschaffene Währung wie der Euro, eine Fiat-Währung, die wird früher oder später eventuell an die Grenzen an die Grenzen des Vertrauens der sie akzeptierenden Bevölkerung an dieser Stelle eben stoßen. Bedeutet etwas anders formuliert, hier könnte es durchaus früher oder später zeitnah zu einer Krise der Fiat-Währungen kommen. Die skizzieren ja einige schon seit einigen Jahren. Die Zeichen der Zeit oder die Zeichen, die dahin deuten, die intensivieren sich. So schlimm wird es im Hinblick auf den US-Dollar noch nicht kommen, denn der US-Dollar hat ausgehend eben von der Fed-Bilanz an der Stelle in Relation zum BIP, also US-BIPs und auch durch den Status Weltreservewährung und dergleichen, hier aktuell 35 bis 40% roundabout, wenn ich jetzt richtig es zusammenbekomme. Also wir haben dort noch ein deutliches Potenzial auf der Oberseite hinsichtlich der Expansion der Fed-Bilanz. Aber auch hier, wenn man einigen Quellen in den USA folgt, sicherlich Skeptiker, man muss das immer ein bisschen in Relation setzen. Die Leute, die sich dort skeptisch äußern, das sind jetzt eher dann Goldbullen oder auch Bitcoin-Befürworter und dergleichen. Aber auch hier, über kurz oder lang, wenn wir uns die Relation oder wenn wir uns anschauen, wie dramatisch sich die Fed-Bilanz, die EZB-Bilanz begonnen hat auszudehnen, auch eine solche Entwicklung ist in den USA denkbar, vielleicht sogar zügig denkbar an dieser Stelle. Bedeutet also, lange Rede, kurzer Sinn, eine Fiat Krise, die sich abzeichnet, könnte als großen, wie heißt denn das Wort? Als
Nutznießer, ja, in gewisser Form, nicht nur jetzt dann entsprechend eben diese Fiat, nicht die Fiat-Währung, Bitcoin, Kryptowährungen, Querstrich eben beispielsweise Edelmetalle nach sich ziehen, sondern könnte eben auch Länder, die aktuell für solche in Anführungsstrichen Experimente belächelt werden, als große Gewinner aus solchen Experimenten eben hervorgehen lassen. Das ist ein Riesenrisiko, was die eingehen, das steht außer Frage, aber nun, ehrlich gesprochen, wir stehen als Trader dann aus einer anderen Perspektive, wir blicken aus einer anderen Perspektive darauf. Also wir streben sowieso per Definition eben nicht nach Sicherheit in unserem Schaffen, sondern wir streben eben nach dem Kalkulieren von Risiken, kalkulierte Risiken, die wir eingehen, in Relation eben dann zu den dementsprechend dem entgegenstehenden Chancen. Und so könnte man diesen Trade in Anführungsstrichen, den El Salvador hier geht, durchaus auch sehen. Stabilität der Währung, besonders im südamerikanischen, im südamerikanischen Raum, sowieso immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also das heißt in Anführungsstrichen, jetzt mal sehr plump gesprochen, also dafür bin ich allerdings im Hinblick auf El Salvador und die politische Situation, auch die wirtschaftliche Situation, auch die währungstechnische Entwicklung dort, beziehungsweise der aktuelle Status quo noch nicht einmal, bin ich nicht tief genug in der Materie drin. Aber ich denke, man könnte zu dem Schluss kommen, zu sagen, also die Fallhöhe hier, das Risiko ist nicht so hoch, wie es jetzt in den westlichen Medien, in den Mainstream-Medien eben skizziert wird. Und eventuell sitzen wir in 10, 15 Jahren da und, weiß ich nicht, gönnen uns einen guten, weiß ich nicht, Portugal irgendwie aus Venezuela und sagen, wisst ihr noch damals El Salvador, wie die es gemacht haben, war ganz schön mutig, aber hat sich deutlich ausgezahlt. Durchaus ein Szenario, welches wir eventuell hier am Horizont skizzieren können. Ob es so kommt, wie gesagt, das wird die Zeit zeigen, aber es ist durchaus ein sehr, sehr interessanter Schritt. Und jetzt, das ist nur der potenzielle Treiber, der aktuelle Hype in Anführungsstrichen oder der mögliche Driver hier, der erstmal diese Attacke auf die 53.000 Regionen nach sich gezogen hat. Nochmal, kurzfristig schauen wir mal, Pull-in hier gegen den 50.800er Bereich, vielleicht ein bisschen tiefer, die 50.000er Region. Hier diese übergeordnete Trendlinie, das könnten durchaus nochmal Regionen sein, gegen die Chancen-Risiko-Verhältnisse auch für uns als Trader kurzfristig Long-Engagements interessant werden, mit Ziel auf der Oberseite vielleicht sogar 55.000, 56.000 $. So, ja, soweit erstmal meinerseits. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wenn euch das Webinar gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch auf jeden Fall Happy Trading. Mal schauen, wie sich der offizielle Start in die Handelswoche dann in den US-Märkten, Equities darstellt. Wie gesagt, Nvidia, Einzeltitel 235, 240, das ist so eine Region, die würde ich mir genauer auf jeden Fall beobachten. Vielleicht poppen wir in diesem Bereich, rollen dann da gegenüber. Das wird auf jeden Fall interessant, wäre interessant für mich, denke ich, aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht für ein Play zurück in Richtung der 200, vielleicht sogar tiefer, sollte diese Vola auftreten, so wie ich es am Anfang für die Equity-Märkte skizziert habe. Es gibt ja durchaus zwei, drei Puzzlestücke, die man in diese Richtung zusammenstecken kann. Ja, wir werden uns anschauen. Also, morgen Mittwoch schauen wir wieder auf die Märkte, 10:30 Uhr im Morning Meeting. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die Handelswoche. Happy Trading, passt auf eure Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.